Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber hier bei Heisenberg Zockt. So, hier kommen wir raus mit der Universallinie, wenn wir sie denn fertig haben. Das dauert noch ein Momentchen. So viel kann ich schon mal versprechen. Und jetzt müssen wir nach Hamburg. Jetzt schauen wir mal, wie wir das genau machen. Also, ja, schon mal sagen, an dem Bahnhof vorbei ist relativ logisch. Wir bauen. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf. Ich hatte gerade noch ein bisschen was zu tun außerhalb vom Aufnehmen. Ja, war nicht so erfrischend, das Ganze. Und deswegen, ja, im Hinterkopf hatte ich die ganze Zeit, ach, was soll's. Nachher kann ich ja wieder aufnehmen. Jetzt ist aber gerade mal die Frage, machen wir hier so eine Art Hochbahn, weil ich merke, ich komme hier irgendwie nicht wirklich runter. Also das wäre dann mal bis hierhin eine Brücke. Ja, ihr ahnt, was kommt. Genau, wir sind in der Stadt drin. Warum nicht mal gucken, ob man hier nicht einen Damm hinkriegt. Okay, das schnürt die ganze Stadt ein. Das ist irgendwie... Nee, das ist mir zu... Nee, ich weiß auch nicht, das ist komisch. Das ist wirklich wie so eine Mauer, die hier nicht hingehört. Als hätte hier Kollege Trump was gebaut. Das muss beim besten Willen nicht sein. Nein, machen wir vielleicht eine andere Brücke. Nee, das können wir auch nicht, weil hier gehen wir ja von der Brücke aus. Okay, eine Aufschüttung. Mal gucken. Funktionieren würde es. Ja, oder zumindest so halbwegs. Moment, vielleicht ein bisschen zurück noch. Nee, funktioniert eigentlich auch nicht und ist halt auch nicht wirklich so das wirklich Schöne. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Brücke. Da machen wir die aber anders, nämlich gleich hoch. Das wäre die hier gewesen. Sprich, dass wir hier raufgehen und das Ganze so bauen. Wie sieht das aus? Wir könnten dann nämlich je nachdem sogar hier rüber. Jawohl, genau, das war mein Ansinnen. Parallel vielleicht zum Güterbahnhof? Ja, plus minus wäre das parallel zum Güterbahnhof. Das ist eigentlich in Ordnung. Lasst uns das doch so bauen. Hier müssen wir sowieso auch gleich wieder auf eine Brücke. Beziehungsweise, nee, wir wollten natürlich ursprünglich eigentlich in das Gleis rein hier vom Kollege Stinktier, damit wir da runterdüsen können, weil wir gesagt haben, wenn es irgendwie geht, benutzen wir Gleis, das schon vorhanden ist. Ja, jetzt ist halt die Frage. Vielleicht hier so runter. Dann kreuzen wir aber hier natürlich auch den Güterbahnhof. Hier werden noch weitere Gleise entstehen. Nee, das ist irgendwie alles nicht ideal. Vielleicht auf der Strecke eigenes Gleis machen. Aber das ist halt dann am Ziel vorbei. Also weil ich eben tatsächlich... Vor allem, nee, das Gleis führt uns ja in den falschen Bahnhof. Wir wollen ja hier unten hin. In diesen Bahnhof, in den großen Bahnhof rein natürlich, wenn wir schon in Hamburg sind. Das würde heißen, irgendwie da in dieses Tunnel. Ja, das heißt, jetzt heißt es hier aber Höhe überbrücken und, und. Ja, aber dann können wir das auch so machen, dass wir das tatsächlich hier mit eigenem Gleis machen. Ich guck mal, ob das hier so klappt. Na, hier nochmal ein bisschen raufgehen. Jawohl, dann haben wir hier halt tatsächlich das Ganze ziemlich in der Höhe. Aber okay, das ist eigentlich in Ordnung. Hier müssen wir eher nochmal Höhe haben. Wisst ihr was? Ich baue das mal ganz bewusst ohne Damm und ohne Aufschüttung. Dann lieber so eine Brücke, weil es einfach besser aussieht. Weil eben, wie gesagt, der Damm da, nein, das sah relativ schräg aus, finde ich. Gut, mal gucken, was wir hier Schönes machen. Das ist ja genau das Schöne an so einer Strecke, am Bauen, dass man hier tatsächlich ein bisschen rum testen kann, was sieht am besten aus. Hier haben wir halt schon wieder was im Weg. Wobei, jetzt könnten wir hier eigentlich zu einer Kurve ansetzen, weil wir, wie gesagt, nach da unten müssen. Und hier vielleicht sogar, dass wir da durchgehen. Wir haben auch gesagt, wir machen das eingleisig. Weshalb baue ich das jetzt zweigleisig? Das ist eine gute Frage. Weil ich jetzt hier hinten wieder vergessen habe, dass wir eigentlich gesagt haben, wir machen das eingleisig. Wisst ihr was? Das kappen wir. Also das eine Gleis. Dann machen wir hier eine Weiche. Das hatte ich schon mal. Das hatte ich bei Trainfieber schon mal. Als wir da eine Universallinie gemacht haben, da habe ich in der ersten Folge gesagt, wir machen es eingleisig und habe dann aber etwa drei Folgen lang zweigleisig gebaut. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist irgendwie nicht eingleisig, was ich hier zusammenbastel. Gut, machen wir das so. Dann haben wir wenigstens die Möglichkeit, dass der Zug sich dann aussucht, in welches Gleis er da rein möchte. Gut, also von hier kommen wir da rein. Da geht's rüber in das Gleis und hier kommt rein. So richtig aussuchen kann er sich nicht. Er muss eh dieses linke Gleis wahrscheinlich nehmen. Das ist aber in Ordnung. Gut, also hier rüber. Sagen wir mal so. Mit ein bisschen Gefälle. Auch hier würde ich eigentlich keinen Damm nix machen. Dann da der Straße entlang und dort unten. Ja, genau so machen wir es. Ich baue das mal. Dann hier irgendwie, genau, so andocken. Dann haben wir hier 105, das heißt, wir bremsen hier. Das müssen wir nicht unbedingt.
Ja, die Frage ist halt die generelle Frage. Wie schnell soll dieser Zug sein? Ich würde mal sagen, ja, vom Bau her, ja, vielleicht schon 200, macht aber nichts, wenn er von der Strecke dann mal wieder runtergedrosselt wird. Ich habe eh schon einen bestimmten Kandidaten im Auge. Das werde ich jetzt aber noch nicht sagen, weil sonst ist ja die ganze Überraschung weg. Okay, machen wir das so, dann haben wir hier 115, das ist immer noch ein Tempo, das man akzeptieren kann. Düsen hier rüber und hier durch. Ja, dann gibt es dort einen Bahnübergang. Das ist sehr schön. Aber nicht diese englische Variante natürlich, sondern wir schauen mal ganz schnell, was wir hier hinten noch Schönes haben. Zum Beispiel den hier. Ja, gefällt mir gut. Wenn wir jetzt hier wieder ein bisschen gehuckelt haben, das macht nichts, das ist kein ICE. Das würde ich tatsächlich so akzeptieren. Gut, und jetzt müssen wir irgendwie da runter. Schaffen wir das? Ich gucke gleich mal, wenn ich das hier anschließe. Ja, das Spiel weiß nicht genau, was ich möchte. Wir machen es mal von der anderen Seite kommend. Hier mit maximaler Steigung. Ich würde mal behaupten, das wird niemals reichen, dass wir hier reinkommen. Ja, das wird nicht mal erkannt, weil wir so weit unten sind. Okay, da müssen wir hier früher ins Tunnel rein, oder? Wir machen das anders. Wir kappen das mal kurz. Ja, kappen nochmal ein Stückchen. Okay, und jetzt werden wir hier natürlich einfach... Ja, das Gefälle raufschrauben. Oder haben wir das eh schon? Oh, das haben wir eh schon. Ah! Wo kämen wir denn raus, wenn wir das so machen? Nirgends. Okay, das ist auch eine Antwort. Aber wirklich gerade mal gar nirgends. Hier oben. Okay, dann wären wir... Hier unten. Okay, das würde aber funktionieren. Naja gut, dann müssen wir das halt so machen, dass wir da reingehen. Ganz klar. Müssen wir den Bahnübergang nochmal kappen, weil das funktioniert so. Dann lassen wir das so. Also da jetzt groß rumbasteln, wenn es nicht sein muss, weil es funktioniert. Ja, von der Idee her ist das äußerste Gleis. Das ist eigentlich auch richtig. Portal ist auch okay. Ja, das nehmen wir. Dann haben wir es. Dann sind wir nämlich eh schon in Hamburg unten. Jetzt können wir das aber wieder kappen. So, gleich mal mit Kollege Wischmob noch kurz, Mann. Wäre schön gewesen. Hier so der Straße entlang, ist ganz klar. Aber wenn es nicht geht, dann muss man sich auch mal trennen können von Ideen. Und das haben wir jetzt gerade gemacht. Dass das hier noch nicht zusammenhängt, ist mir soweit bewusst. Das werden wir auch noch mal kurz auseinandernehmen. So, und jetzt wieder zusammenschustern. Und perfekt. 95 haben wir da. Damit können wir auch leben. Das gibt keinen Düsenjäger. Das gibt eine Universallinie. So, jetzt muss ich hier aber nochmal schnell schauen. Das hier nochmal kurz ändern, weil wir hier ja mit dem Gleis jetzt woanders durchkommen. Zack, den hier. Und dann kommen wir hier unten, ja, unter dem Damm durch. Wobei, ja, das sieht natürlich auch nicht unbedingt ideal aus. Da hat das Spiel einfach den Damm nicht erkannt, weil das eine Mod ist. Okay, das müssen wir natürlich auch nochmal machen. Und zwar von hierher kommend, indem wir ganz einfach hier mit altem Gleis eine Brücke machen. So, und zwar, ist das die hier oder ist es die hier? Ne, ist die hier. Okay, zack. So, und schon hat das alles wieder seine Richtigkeit. Passt. Hier die Brücke und hier unten ins Tunnel rein. Und da unten dort rein. Das würde heißen, wir könnten die Linie eigentlich bereits machen. Die wird dann natürlich immer nicht mehr stimmen, weil er irgendwann nicht mehr zurückkommt, der Zug, nach oder in die Ursprungsstadt. Das ist ganz klar. Macht aber nichts. So, wir werden das jetzt einmal mal so machen. Und dann, wir wissen ja, dass es eben irgendwann dann nicht mehr stimmt. So, wir machen, wir düsen hier runter. Zack, da rein. Ja, und das ist genau das, was ich meinte. Jetzt kommt er halt eben von Hamburg nicht mehr nach Gerde in einem Rutsch. Und deswegen funktioniert die Linie nicht. Die wird aber später funktionieren. Huch, ein Flugzeug. Weil es ganz einfach ein Rundkurs ist. Und der wird natürlich dann funktionieren. Gut, wir zeichnen die Linie aber trotzdem ein. Und ich werde hier noch schnell meinen Spickzettel ergänzen. Hamburg. Sehr gut, Hamburg. Das passt. Also, dann hätten wir das soweit gemacht. Jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir aus Hamburg wieder raus und wo wollen wir hin? Ja, das werden wir jetzt hier oben natürlich eine Weile haben, dass das nicht stimmt. Aber wir wissen ja, dass es eben doch stimmt. Ich würde sagen, es wäre eigentlich naheliegend, dass wir nach da düsen, nach Ohlsbach. Weil das einmal in der Nähe ist. Dann darauf, nach Oberbösa. Und dann irgendwie hier hinten runter.
Wir müssen aber gucken, dass wir alle Städte mitnehmen. Ja, von hier hätte man natürlich auch nach Nedemin gekonnt, ganz klar. Aber dann hätten wir hier Hamburg wieder ausgelassen. Ja, vielleicht so und dann so. Aber dann fehlt der Bereich hier. Ne, wir gehen jetzt mal außen rum. Also, das würde heißen, ich schnapp mir ein Gleis. Dass wir hier langkommen. Das ist soweit richtig, denke ich. Jawohl. Oh, Signale setzen. Das machen wir natürlich auch noch. Moment, Moment, Moment. Sonst geht das vergessen. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwelche Städte auslasse und da keine Signale setze, dann haben wir es dann so, dass sie tatsächlich vergessen gehen. Wo haben wir hier Signale? Hier vorne. Das ist der Bahnhofsbereich. Dann geht das hier rüber. Dann machen wir hier mal eins. Okay, und dann gibt das halt einfach Blöcke. So, einmal diesen. Weil sie eingleisig ist. Deswegen gibt es eben Blöcke. Um den Satz noch fertig zu machen. So, einmal hier. Dann hier runter. Und dann machen wir hier bei der Einfahrt noch so ein Teil hin. Nach dem Tunnel, würde ich sagen. Okay, gut. Das hätten wir. Ist natürlich nicht so schwierig, eingleisig zu signalisieren. Das ergibt sich eigentlich von alleine. So, hier lang. Jetzt haben wir hier natürlich wieder eine Brücke. Ich würde die fast eigentlich relativ ähnlich machen wie die hier, auch mit Damm, wenn das irgendwie geht. Damit wir hier irgendwie ein bisschen eine Einheit haben. Das heißt, zuerst bräuchten wir, wir düsen mal bis hier hin. Oder bis hier hin sogar. Gucken, dass das relativ gerade ist. Oh, da fahren noch Schiffe durch. Eieiei. Müssen wir natürlich auch aufpassen. Sprich, wir müssen die Höhe haben. Gehen wir nochmal zurück. Schütte das auf. Ja, zieh es nach hier. Wobei die Brücke fängt da eigentlich schon ein bisschen früher an. Das könnte man hier aber auch machen. Indem wir hier ganz einfach zack, den Damm installieren. Für ganz kurz, für einen ganz kurzen Moment. Würde eigentlich passen. Noch ein bisschen höher, damit wir da wirklich auch rüberkommen, ohne dass die Schiffe geärgert werden. Dann gibt es hier die Brücke, das wäre die hier. Das müsste eigentlich die hier oben sein. Ja, von den Pfeilern her würde das stimmen. Gerade wäre es auch ungefähr, ja, sagen wir mal ungefähr zumindest. Vielleicht eher so. Okay, dann hier aber wieder auf den Damm rauf. Wie sieht das von der Höhe aus? Von der Höhe her aus. Ja, gefällt mir so, glaube ich, besser. Ja, vielleicht sogar nochmal eins runter. Ne, ne, das passt. Wenn man das so sieht, dann passt das. Nochmal schnell gucken. Jawohl, nehmen wir. Jetzt wird das hier wieder zum Damm. Zumindest für einen kleinen Moment. Das wäre dann so. Nochmal ein bisschen runter. Ja, machen wir es so. Okay, dann hier mit der Brücke wieder rüber. Das wäre wieder die hier. Okay, und dann haben wir hier ungefähr das gleiche. Und jetzt werden wir es wieder genau wie da machen. Nämlich, dass wir das Ganze aufschütten werden. So, bis wir dann auf dem Boden unten sind. Lauda, einmal schütten. Boah, gibt eine ordentliche Verwerfung. Ist aber in Ordnung. Gut, da kommen wir dann unten durch. Das sollte eigentlich problemlos funktionieren. Ja, mit der entsprechenden Höhe. Und da hinten müssen wir in den Bahnhof rein. Ich hoffe, wir müssen da nicht auch nochmal einen neuen Bahnhof spendieren. Ich hoffe, der Alte wird da seine Arbeit verrichten und uns noch ein Gleis freigeben. Ja, okay, das passt eigentlich soweit. Das ist okay. Hier gibt es halt eine kleine Grube. Das ist in Ordnung. Wo haben wir denn das andere Gleis, das in den Bahnhof da hinten reinführt? Hier unten. Ach, da kommen wir. Da kommen wir von hier, genau. Einmal um die Kurve rum. Ja, dann können wir das in dem Sinne nicht mitnutzen. Dann müssen wir hier nochmal ein eigenes Gleis machen. Oder wir gehen halt hier in die Gleise rein. Also sprich, dass wir hier reingehen und dann kommen wir nach da hinten. Dann fahren wir außen rum und benutzen dann die gleichen Gleise. Ich würde das mal so bauen für den Moment. Okay. Und nochmal schnell gucken. Wie sieht das denn hier oben aus? Das ist dann dieser kleine Bahnhof. Wir hätten hier noch einen größeren. Wir müssen natürlich schon irgendwie da rein. Das ist ganz klar. Könnte man aber von diesen Gleisen aus auch machen, wenn wir hier einfach rausgehen. Das klappt auch. Jetzt ist halt die Frage, wer verkehrt auf diesen Gleisen hier? Die hellblaue Linie mal wieder. Der Schnellzug Wien, Gerde, Hamburg, Ohlsbach. Ja, da kann man schon reingehen. Das würde ich so machen. Also, das würde heißen, hier unten können wir gucken, dass wir in das Gleis reinkommen.
Mal schauen, ob es klappt. Ja, Steigung zu groß, das ist natürlich noch die Straße im Weg. Da müsste ich die Straße eigentlich kappen. Oder wir machen es halt so. Und schauen mal, was wir hier noch für ein Tempo haben. Ein bisschen darauf achten müssen wir trotzdem. Das funktioniert gerade nicht. Ha, okay. Wahrscheinlich noch zu nah am Bahnübergang. Jawohl, jetzt geht's. So, hier rein. 81, 61. Ja, muss halt wieder ein bisschen runterbremsen. Ist aber in Ordnung. Ja, machen wir. Okay, gebonkt. Dann kommt man hier rein. Düst hier rauf. Geht ja, wie gesagt, einfach in eine Richtung. Und hier gehen wir eben wieder raus. Oder wir machen es anders. Dann können wir nämlich... Ah, Moment, ich wollte es doch gar nicht bauen. Ich wollte gerade ausnutzen, dass dort schon ein Signal steht. Und dieses Signal sozusagen bewahren. Wenn wir eben hier vorne rausgehen. Dann können wir das Signal stehen lassen. Weil das muss ja definitiv nicht schnell vonstatten gehen. Jetzt haben wir hier aber allen Ernstes noch ein Gleis im Weg. Oh Gott, wie kommen wir denn jetzt da rein? Ja, erstmal kappen und dieses Gleis hier irgendwie auf eine Brücke ziehen. Das müssen wir. Weil unten durch kommen wir nicht, sonst kommen wir da nicht mehr in den Bahnhof rein. Wir kappen das mal. Ich bin ganz bewusst in den Pausenmodus gegangen. Altes Gleis. Kann sein, dass uns da dann das Gebäude verlassen muss. Ja, dann wird das hier zur Brücke. Moment. Machen wir es irgendwie so. Nee, wir müssen ja unten durch. Wobei, aber hier... Kommen wir hier unten durch? Ja, vielleicht mit dem schönen Bogen. Müssen wir gucken, wie wir das genau machen. Jetzt müssen wir aber dort wieder in die Gleise reinkommen. Und das wird auch schwierig. Werden wir wahrscheinlich sowieso anders bauen müssen. Dass wir das abreißen hier. Und mit der Brücke außenrum gehen. Darf aber gerne auch eine andere Brücke sein. Würde ich mal vorschlagen. Welche warten die hier? Auf die Pfeiler achten. Das ist sicher mal die falsche. Ist das die? Nein, das ist ja ein anderer Pfeiler. Die ist es auch nicht. Pfeiler betrachten. Jawohl, dann passt. Okay, dann nehmen wir die hier. Da kommen wir schon irgendwie unten durch. Mache ich mir jetzt gar keine großen Ängste. Okay, da andocken. Auch in Ordnung. Hier lang düsen. Und hier geht es dann da rein. Beziehungsweise wir bauen das mal bis hier hin. So, dann kappen wir das und setzen es neu zusammen. Ist wieder altes Gleis. Okay. Das hier können wir kappen. Das ist die alte Strecke. Hätte man natürlich jetzt irgendwie auch stehen lassen können. Eben von wegen, das ist die alte Strecke. Das hätte man natürlich auch bewahren können. Aber mein Gott, dann können sie hier wenigstens noch ein bisschen bauen. Straße haben sie, ja. Gut. Das passt. Da kommt man wieder rein. Jawohl. Jetzt ist aber natürlich das hier unten noch nicht geregelt. Nämlich, wie kommen wir? Da hinten rein, nach hier rausgehen und dann hier irgendwie eine Kurve machen. Wisst ihr was? Wir verzichten mal darauf, dass wir das Signal dort mitnehmen. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Weg. Nämlich plus minus etwa so. Und dann mit einer ordentlichen Kurve da rein. Dann kappen wir das hier gleich mal, das Signal. So, weil das wird so oder so neu. Das gilt dann natürlich für beide Linien. Machen wir mal hier. Okay. Dann versuchen wir das mal mit der Kurve. Das scheint sogar zu funktionieren. Müssen wir dort über die Straße. Können wir vielleicht sogar machen, ohne dass wir das Gebäude hier noch demolieren. Baus mal und schau mal. Na, geht nicht. Okay, nochmal gucken, von hierher kommend. Ne, wir haben da irgendwie eine andere Höhe. Also, dann, ja, wir müssen das kappen. Geht leider nicht anders. Gucken, ob es jetzt funktioniert. Ne, irgendwie? Moment. Warum geht das nicht? Weil wir hier viel höher sind. Okay, dann kappen wir das nochmal. So, dann gucken wir, dass wir hier den Weg nutzen, um runterzukommen. Ja, das wird eher schwierig. Wenn wir das hier so sehen. Ich baue es mal. Ja, das funktioniert sowieso nicht. Das heißt, ach, wir hätten das sowieso besser vom Bahnhof herkommend natürlich gemacht. Ja, aber jetzt müsste da das Ganze eigentlich funktionieren. Und das tut es auch. Komme ich hier vorne rein? Nein, wir machen nochmal Kollege Signal neu. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Wir haben es ja gerade eben schon mal gemacht. So, hier runter. Zack. Hier außen rum. Nochmal schnell Kollege Wischmob. Brauchen wir natürlich. Okay. Da auch noch. Und jetzt kommen wir hier rein. Und das passt soweit. Dann sind wir hier in... Das könnte man eigentlich glatt mal kurz in den Fahrplan reinnehmen. Wir können das eigentlich so machen, indem wir das hier so eingeben. Dann finden wir die schneller.
Also das wäre von Hamburg kommend. Da rein. Wird auch nicht funktionieren, weil der Zug eben nicht zurückkommt nach Gerde. Okay. Ist aber auch, wie gesagt, egal. Das wird am Schluss dann schon passen. Jetzt gucken wegen den Signalen. Wenn wir hier rauskommen, dann bräuchten wir hier, würde ich sagen, mal einen Block. Hier hinten bräuchten wir die Einfahrt. Hier ebenfalls. Das heißt, das Signal muss weichen. Okay, das würde passen. Wir düsen weiter. Machen hier ein Signal hin. Dann haben wir da einen Block. Dann geht das hier oben lang. Hier haben wir das Signal schon gesetzt. Das passt. Hier außenrum. Das passt auch. Dann geht es eigentlich schon weiter. Nämlich hier wieder raus. Ja, hier oben. Nach Heisenberg City. Ach, schau an. Okay. Haben wir hier nicht auch das Problem, dass wir hier keinen Bahnhof mehr haben? Ja. Da oben der andere. Das wäre aber noch relativ gut. Können wir den denn nicht ausbauen? Das habe ich doch schon mal geguckt. Nee, da ist natürlich alles Mögliche im Weg. Wenn wir hier 6 machen. Oh, das geht mit 6 Gleisen. Ich wollte den ja ursprünglich eh ausbauen. Weil mir irgendwie dieser Hugel hier nicht gefiel. Dann haben wir halt die Gleise hier drin. Also hier innen. Das heißt, ich möchte gar nicht wissen, wie wir von hier dann darauf kommen, wenn hier noch Gleise im Weg sind. Man könnte das höchstens so machen, dass wir, wenn wir den Schwung schaffen, dann da reingehen. Aber wir brauchen diese Gleise. Anders geht's gar nicht. Bauen wir das mal. Dann da hoch? Ja, das machen wir dann anders. Da werden wir wahrscheinlich Richtung Güterzuglinie gehen. Da oben. In Richtung von der. Gut, wir bauen das mal. Wir wenden das mal an. Okay, jetzt haben wir hier die Gleise. Sollen wir schon mal bauen oder sollen wir hier erstmal umbauen? Müssen die denn irgendwie in einer gewissen Form noch weiter, die Züge? Nein, das sind alles Züge, die hier einfach drehen und dann hier wieder... Oh, doch, der hier. Eieiei, der möchte noch hier lang. Okay, das müssen wir ihm natürlich weiterhin gestatten. Da müssen wir fast alles umbauen. Aber das ist genau das, was eben bei einer Universallinie meistens dann kommt. Dass es mit bestehendem Bahnhof nicht geht. So wie man sich das denkt. Dass man dann das Ganze eben anderweitig machen muss. Ich guck mal ganz schnell, ob er hier vielleicht... Die Chance ist klein, die Möglichkeit ist aber da. Nee, geht nicht. Da kommen wir nicht mit einer Brücke lang. Da fehlt aber der Weg. Wir kommen hier auch nicht unter die Erde. Das müssen wir eigentlich auch nicht versuchen. Ich versuche es trotzdem. Nein, okay, das klappt nicht. Das heißt, die Gleise müssen weg. Die Linie möchte da dann wieder rüber. Das heißt, wir bräuchten eine Weiche von hier da rein. Ja, ist irgendwie auch nicht wirklich ideal. Gibt es da nicht eine andere Möglichkeit? Wir könnten natürlich hier außen rum. Und dann hier mit einem Bogen. Dann haben wir hier halt die Gleise wieder im Weg. Ja, gar nicht mal ohne. Lass mich mal kurz gucken. Nein, das sind die schnellen Gleise. Ob das überhaupt geht. Doch, das würde gehen. Okay, dann machen wir das mal. Das linke. Das dürfte aber eigentlich auch hier rein. Das heißt, wir müssen es so machen. Oh, ich brauche die Linien. Das wird mir sonst, wenn wir da umgebaut haben. Aha, eben. Ich wollte gerade sagen, warum haben wir denn 3 Gleise? Nee, das muss anders gehen. Die rote Linie. Okay, die muss da rein. Kriege ich das hin? Vorher ging's. Jawohl. Okay, das ist mal die rote Linie, die da reingeht. Beziehungsweise das tut sie. Sobald wir das hier umgestellt haben. Die rote Linie müsste in die 6, die ICE. Der ICE Metropolen Express ist das. Okay, bitte da rein. Und dann kommt er nämlich auch wieder zurück. Der möchte ja nicht weiter. Das ist schon mal in Ordnung. Okay, jetzt haben wir hier noch diese grüne Linie. Das ist hier mit dieser Schnellzug-Gerde. Kann das sein? Ist der schon wieder da? Oder ist das die Dresden-Linie? Jawohl. Gut, die muss jetzt natürlich auch noch rüber. Die muss von welchem Gleis aus rüber? Ist die eingleisig? Dresden-Heisenberg City? Ach, okay, dann geht's in die Richtung. Ist die eingleisig? Das ist ja interessant. Nee, die ist... Ah, jetzt... Ah, okay, alles klar. Nee, die ist schon zweigleisig, aber eben da sind die Gleise auseinander. Die geht hier in dem Sinn nicht weiter, die Linie, sondern die... Ja, der Rückweg, oder ist das der Hinweg? Der Hinweg, der führt eben außenrum. Die kommen von hier und müssen nach da. Okay, und das Gleis könnte man für den Moment noch weglassen. Sie müssen dann hier einfach wieder... in dieses äußerste Gleis rein. Okay, dann werden wir das mal angehen. Mal gucken, ob das so geht. Sonst müssen wir halt entsprechend kappen. Ne, da müssen wir definitiv entsprechend kappen. Ja, Moment. Hier raus.
Das würde funktionieren. Okay, dann da rüber und da rein. Das würde nicht funktionieren. Ihr merkt schon, ich tue mich schwer damit, die Konstruktion hier abzureißen, weil ich Angst habe, dass ich nachher nicht mehr weiß, wie was wo. Also dieses Gleis hier war das. Der wollte da rein. Kann man das nicht so lassen? Nein, weil wir kommen hier immer noch nicht rein mit unserer Universallinie. Das muss tatsächlich auch darüber, sonst wird es nicht funktionieren. Wir müssen von hierher kommen. Wir kreuzen dann aber wahrscheinlich eh. Also wenn wir das hier so bauen und wir da rein wollen, dann müssen wir sowieso auch die Gleise kreuzen. Dann könnte man es eigentlich auch so machen, wie wir es jetzt hier haben, wenn es denn geht. Ja, geht aber auch nicht. Nee, wir müssen die Einfahrt tatsächlich neu machen. Gut, ich kappe das mal. Wir wollen mit der da rein. Oder ich guck mal ganz schnell, kriege ich das vielleicht von hier aus kommend sogar schon hin? Nee. Okay, kriege ich nicht. Dann wird das gekappt. Zack, 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 zack. So, okay, von hier kommend. Das können wir eigentlich auch kappen, das brauchen wir gar nicht. Beziehungsweise das können wir noch kappen, brauchen wir nicht. Und wir brauchen das hier. Und das sollte da rein. Man sieht schon, das funktioniert nicht wirklich. Das können wir auch so machen und dann natürlich eine Weiche installieren. Müsste auch funktionieren. Ja, jetzt haben wir hier genau das Signal im Weg. Wobei, Moment. Von hier kommend hier rüber. Ja, das geht auch. Sauber. Okay. Jetzt müssen wir von hier aber noch irgendwie hier reinkommen. Funktioniert eigentlich auch. Gut, und jetzt müssen wir der Linie hier sagen, dass sie in Heisenberg City. Das haben wir hier. Ich repariere mal. Aha, macht das Spiel selber. Das ist durch großartig. Ja, dann haben wir es eh schon. Dass sie eben von hier außen kommen. Dann hier mit der Weiche rübergehen, da rein und hier wieder weg. Ja, das passt. Und dieses Gleis hier. Moment, ich guck mal ganz schnell. Die Linien. Ja, die kommen von da außen. Die haben keine Berührungspunkte. Das hat eigentlich alles seine Richtigkeit. Jetzt müssen wir noch schnell schauen. Wegen den Signalen, was wir hier genau gemacht haben. Die rote Linie stimmt eigentlich noch. Wobei dieses Signal hier macht dann keinen großen Sinn mehr, wenn sie hier aus dem Bahnhof rauskommen. Von hier kommend. Ja doch, da kann man. Nee, da gucken sie sich an. Das wird schnell gekappt. Okay, dann haben wir da hinten nämlich das Signal. Gut, das ist in Ordnung. Jetzt schnell hier gucken. Signalemente. Man reiche mir ein Signal. Zack. Zack. Das ist eigentlich. Ja, für diese Richtung. Käme von hier. Hat dann da ein Signal. Ist eigentlich in Ordnung, weil sonst haben wir hier keine Kreuzung. Das passt. Gut. Und hier unten könnte man jetzt natürlich hier noch eins hinstellen. Würde ich eigentlich lassen. Der Zug darf gerne da hinten warten. Wenn er hier rausdüst. Dann hat er relativ lange kein Signal. Machen wir hier mal einen Block draus. Ach so, ja, das wird schwierig. Das ist ja eingleisig. Okay, dann machen wir früher ein Signal. Da einen Block machen ist dann doch eher tricky. Dann gibt das hier das Signal. Und dann müsste das Ganze eigentlich wieder stimmen. Gut, jetzt haben wir natürlich in dem Sinn hier noch gar nichts gebaut. Sondern wir müssen jetzt natürlich die Strecke dann noch bauen. Von da unten kommt. Ich gucke mal ganz schnell, ob das von der Idee her funktioniert. Ja, das klappt. Also da kommen wir raus. Da gäbe es eine Brücke und dann ist hier eine Kreuzung. Ja, das ist eigentlich perfekt. Okay, dann funktioniert das Ganze. Puh, dachte schon, das könnte Probleme geben. Haben wir Glück gehabt, gibt keine. Wir düsen mal noch schnell zurück, weil wir sind hier eigentlich noch nicht wirklich aus dem Bahnhof raus. Hier waren wir. Das heißt, wir müssen hier zuerst noch raus. Und das werden wir natürlich einfach irgendwie so machen. Moment. Machen wir es so. Reicht das? Jawohl, von den Oberleitungen her reicht es eigentlich relativ gut. Wir bauen das gleich mal, dann wissen wir, was wir wollten. Zack, sauber. Gut, liebe Freunde, das war's für heute. Wir können laufen lassen, weil eigentlich haben wir jetzt alles wieder so gebaut, dass es funktioniert, würde ich mal sagen. Und weiterbauen werden wir dann in der nächsten Folge. Dann geht's hier von Holzbach. Habe ich das schon aufgeschrieben? Nee, Moment, das muss ich noch aufschreiben. Sonst vergesse ich's. Viertens, Holzbach. Okay, von Olsbach geht's darauf nach Eisenberg City mit unserer Universallinie. Danke fürs Zusehen, hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss!